Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch über die Top-Bücher aus dem Jahr 2022 sprechen. Und ja, wenn ihr euch wundert, wo ich gerade sitze, dann könnt ihr gerne mal meinen Vlog anschauen. Der müsste schon online sein, denn ich habe in meiner Wohnung umgestellt und das wird jetzt in Zukunft der neue Video-Hintergrund sein. Ich weiß noch nicht genau, ob diese Einstellung, so wie ich sie jetzt habe, bleibt. Ich kann auch aktuell nicht sagen, wie der Ton ist, weil der Ton ist hier natürlich in diesem Raum ganz anders wie in dem Raum, wo ich vorher gedreht habe. Deswegen entschuldigt, wenn die Einstellungen jetzt aktuell noch nicht optimal sind. Da muss ich noch das ein oder andere schrauben, bis es vielleicht hundertprozentig passt. Aber ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen und heute mit euch über die Bücher sprechen, die mich 2022 eben total begeistern konnten. Und das sind tatsächlich einige. Ich habe ehrlicherweise nicht gedacht, dass es so viele sind, aber ich habe mich gestern Abend mal hingesetzt und bin so die ganzen gelesenen Bücher mal durchgegangen und habe festgestellt, dass ich tatsächlich echt viele Favoriten hatte. Und die möchte ich euch natürlich jetzt vorstellen. Deswegen schnappt euch eine Tasse Tee oder einen Kaffee und dann starten wir. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich einiges zu sagen habe und einiges zu erzählen habe. Ich bin auch mit meinem Tablet bewaffnet, da habe ich mir alles aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt. Selbstverständlich interessiert mich auch, welche Favoriten ihr hattet. Also was waren eure Bücher-Highlights aus dem Jahr 2022? Das würde mich natürlich auch total interessieren. Und ich würde jetzt sagen, wir starten mit dem ersten Buch, beziehungsweise mit der ersten Reihe. Ich habe das jetzt nicht irgendwie chronologisch geordnet nach, was habe ich als erstes gelesen und was habe ich als letztes gelesen oder was gefällt mir am wenigsten und was gefällt mir am meisten, sondern das sind tatsächlich alles Favoriten von mir und ich kann da kein Ranking erstellen. Also ich habe es probiert tatsächlich, aber es gelingt mir nicht. Deswegen, ich habe keine Top 3 oder sonstiges, sondern das sind einfach alles Bücher, die ich euch ans Herz legen kann. Als erstes möchte ich mit The Inheritance Games anfangen und zwar mit der kompletten Reihe. Die ist von Jennifer Lynn Barnes geschrieben. Und ich muss wirklich sagen, das ist so eine komplette Reihenempfehlung. Ich habe die gesamte Reihe 2022 gelesen und der erste Band, den müsste ich im Januar tatsächlich gelesen haben. Und das war so das erste Highlight, was ich für mich entdeckt habe. Und dann habe ich auch Band 2 gelesen, der war nicht ganz so stark meiner Meinung nach. Und der dritte, der hat mich wieder total umgehauen. Es geht in diesem Buch um Avery. Und Avery lebt eigentlich in ärmlichen Verhältnissen bei ihrer Halbschwester. Ihr Vater hat sich aus dem Staub gemacht. Ihre Mutter ist gestorben. Und sie ist super klug und trotzdem, wie gesagt, kommt sie eben aus ihrer Situation nicht raus, möchte das aber unbedingt und möchte, wie gesagt, ein Stipendium haben und einfach raus aus der Stadt und ein besseres Leben für sich. Und dann kommt aber plötzlich jemand vorbei und sagt, ja, sie soll zur Testamenteröffnung von Tobias Heffron. Und sie kennt diesen Mann aber tatsächlich nicht und sie geht dort dann hin zu dieser Testamentsvorlesung und faktisch erbt sie sein gesamtes Vermögen, seine ganzen Anwesen, alles, was er gefühlt besitzt. Und das ist nicht nur so eine Million, sondern das sind Milliarden von Dollar. Und dieses Erbe kann sie aber nur bekommen, wenn sie ein Jahr lang auf seinem Hauptanwesen lebt mit seiner enterbten Familie, besonders mit seinen 4 enterbten Enkeln. Ja, und das tut sie dann letztendlich auch, beziehungsweise ja, sie nimmt dieses Erbe erstmal an und das Problem ist, es gibt in diesem Haus, wo sie jetzt dann leben soll, einige Rätsel und Geheimnisse. Und es gibt auch Leute, denen sie vielleicht nicht vertrauen kann. Jeder könnte ihr etwas Böses wollen. Und es gibt auch tatsächlich Anschläge auf sie. Und wer da dahinter steckt und warum sie überhaupt dieses Erbe
geerbt hat und was das alles miteinander zu tun hat und wie diese Rätseln damit irgendwie verknüpft sind, das muss man, wie gesagt, selber lesen. Es ist ein Buch, eine Reihe, die mich absolut fasziniert hat, einfach aus dem Grund, ich habe sowas in der Art noch nie gelesen. Es ist irgendwie so, dass man als Leser permanent irgendwie miträtselt und keinem so richtig über den Weg traut. Und man liest die ganze Zeit aus Averys Sicht und hat immer das Gefühl, es entgeht einem irgendwas, weil man immer auf andere Charaktere angewiesen ist, um eben hinter diese Rätsel zu kommen. Es gibt sehr viele Rätsel in einem Buch und alles baut irgendwie aufeinander auf, alles ist super durchdacht. Vielleicht kann man auch sagen, es ist konstruiert, das mag sein. Allerdings hat es mich überhaupt nicht gestört. Die Kapitel waren super, super kurz, also stellenweise wirklich nur 2 oder 3 Seiten. Das habe ich super gefeiert, weil man dadurch so schnell durch das Buch durchkam und es so viel Spaß gemacht hat, mit Avery gemeinsam diese Familie kennenzulernen, aber eben auch diesen toten Tobias Hawthorne kennenzulernen, weil der, obwohl er tot ist, zieht irgendwie immer noch alle Strippen und das ist super interessant und super ausgeklügelt und ich finde das ganze Konzept dieser Reihe so faszinierend und wie gesagt, Band 1 war ein absolutes Highlight, Band 3 auch und Band 2 war meiner Meinung nach so ein bisschen schwächer, nichtsdestotrotz sind diese 3 Bücher ein absolutes Highlight für mich gewesen. Ich habe was Vergleichbares noch nie gelesen gehabt und es hat mich so mitgerissen. Ich habe so mitgefiebert. Ich habe diese Seiten, diese Bücher inhaliert, weil ich unbedingt wissen wollte, was eigentlich dahinter steckt. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Dann kommen wir zur nächsten Reihe, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar New Hope von Rose Bloom. Rose Bloom ist eine Autorin, die ich tatsächlich erst 2022 jetzt für mich entdeckt habe und tatsächlich auch mit dieser Reihe. Und ich muss wirklich sagen, für mich war das auch etwas Neues in Anführungsstrichen. Es ist eine Reihe, die eben in New Hope spielt. Das ist ein kleiner Ort, ein sehr heimeliger, idyllischer Wohlfühlort und wir begleiten in jedem Buch andere Protagonisten. Das heißt, es sind insgesamt 5 Bände und in den ersten 3 beschäftigen wir uns mit Charakteren, die alle aus einer Familie kommen und in den anderen 2 haben wir dann Charaktere, die in engem Kontakt mit der Familie stehen. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt darauf eingehen, um was es in welchem Buch geht, sondern ich möchte einfach so allgemein diese Reihe hervorheben, weil ich die Atmosphäre doch sehr toll fand. Wenn ihr die Reihe von Lily Lucas gelesen habt, die Green Valley Reihe, dann könnte das tatsächlich auch etwas für euch sein, denn es ist so vom Schema her, so vom Aufbau her, vom Ort her, von den Charakteren her doch sehr ähnlich. Und das hat mir super gefallen. Also ich bin einfach 2022 auf diesen Train aufgehüpft, dass ich eben diese Wohlfühlorte, diese Wohlfühl-New Adult Bücher einfach total mag. Und das ist eine der besten Reihen, die ich tatsächlich gelesen habe. Der Schreibstil ist toll, die Charaktere sind toll. Es sind alles sehr harmonische und atmosphärische Romane, die schon aufeinander aufbauen. Also es macht schon Sinn, beim ersten Buch anzufangen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich da einfach unheimlich geborgen gefühlt. Es war einfach irgendwie ein Nachhausekommen, wenn ich diese Bücher gelesen habe. Es war einfach wunderschön, das zu erleben. Es war einfach ein gemütliches Buch. Alle Bücher sind sehr gemütlich und es hat mich irgendwie bewegt und es hat mich begeistern können. Und ja, ich kann euch die Reihe tatsächlich wirklich nur ans Herz legen und auch die Autorin. Also ich werde definitiv mehr von der Autorin lesen, weil ich einfach die Art, wie sie Geschichten erzählt, total mag.
Und ja, das ist so eine allgemeine Empfehlung. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welcher Teil mein liebster ist, dann vermutlich Band 3. Aber ich finde, alle sind so ziemlich auf demselben Niveau. Wobei ich sagen muss, Band 4 und 5 sind vielleicht ein Ticken schlechter, weil wir eben nicht mehr in der Familie sind. Und diese Familie hat schon irgendwie... ja, die hat nochmal so einen ganz anderen Vibe gehabt, die ersten drei Bände. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine grandiose Reihe. Dann kommen wir zu einem Einzelband tatsächlich. Ich habe nicht sehr viele Einzelbände dieses Jahr gelesen. Aber einer davon war Drowning in Stars von Deborah Anastasia aus dem Lux Verlag. Und ich möchte auch hier gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, sondern... Dieses Buch war vielleicht nicht unbedingt das absolut Beste, was ich jemals gelesen habe. Einfach so vom Plot her, von der Handlung her. Allerdings von den Emotionen absolut. Denn das Buch hat mich unheimlich berührt. Es geht um zwei Kinder prinzipiell, die in ärmlichen Situationen leben und sehr zerrüttete Familienverhältnisse haben. Also beide haben ein Päckchen zu tragen. Sie wie auch er. Und die beiden freunden sich an. Und irgendwie bedeuten sie einander unheimlich viel und irgendwie retten sie sich selbst irgendwie gegenseitig aus ihrem Leben. Und dann passiert aber etwas Schlimmes und somit trennen sich die Wege von den beiden und Jahre später treffen sie wieder aufeinander und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war darauf nicht vorbereitet, dass wir hier erstmal einsteigen, wo die Protagonisten so jung sind. Also ich dachte einfach, wir lesen ab, keine Ahnung, so, dass die Protagonisten so 16 sind oder so. Nein, wir lesen tatsächlich, wo sie so 10, 12 sind. Und das ist so ein ganz besonderer Vibe, den die Autorin hier rübergebracht hat, weil ich finde, dass das so authentisch war. Und dadurch, dass die Geschichte... so echt war, weil diese Familienverhältnisse, die könnten halt wirklich auftauchen, die sind echt und die Figuren haben sich halt auch echt verhalten in diesen Situationen. Sie haben sich nicht ihren Alters entsprechend verhalten, wie Kinder eigentlich in diesem Alter sein sollten, sondern diese Kinder waren so erwachsen durch eben diese Situation und das war so besonders und diese Beziehung zwischen diesen Kindern, die sich da so langsam entwickelt hat, die war unglaublich ergreifend. Ich hatte, während ich das gelesen habe, permanent einen Kloß im Hals, weil ich das so erschütternd fand, weil ich das so krass fand. Und auch wenn, wie gesagt, das Buch nicht komplett rund war, weil das Ende einfach dann doch für mich nicht perfekt war, muss ich sagen, emotional hat mich das Buch mit am meisten bewegt dieses Jahr, weil es einfach so, es hat mich einfach irgendwo ganz tief in mir drin erreicht und ich habe so mitgelitten und mitgefiebert, dass ich es einfach nur hier erwähnen muss, auch wenn, wie gesagt, der Plot, die Handlung an sich vielleicht nicht hundertprozentig rund war, aber von den Gefühlen her hat es mich einfach total gecatcht. Und manchmal reicht das schon, um ein Buch als Favorit betiteln zu können, zumindest für mich. Und deswegen, ja, eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Dann kommen wir wieder zu einer Reihe, die ich total mochte. Und zwar von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Und zwar die Reihe um Aurora. Also Aurora erwacht, Aurora entflammt und Aurora erleuchtet. Und das ist eine Sci-Fi-Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zuvor überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Genre. Das heißt, es war für mich komplett Neuland und ich bin total begeistert gewesen. Also, es geht um Tyler Jones, der auf einer Space Academy ja so seine Ausbildung macht, damit er ja so Anführer von so Raumschiffen sein kann, so in sein Team befehligt und so weiter und so fort. Allerdings passiert dann etwas, und zwar er rettet Aurora, die 200 Jahre lang auf einem Siedlerschiff lag, und zwar in einem Kryptoschlaf. Und ab diesem Moment
ist alles irgendwie total wirr, weil er dadurch nicht mehr seine Teammitglieder wählen kann, sondern die zugeweist bekommt. Und im ersten Moment ist er total entrüstet, weil sein Team aus total vielen Idioten und was auch immer besteht. Und auf einmal, ja, ist diese Gruppe rund um Tyler irgendwie dafür verantwortlich, einen Krieg aufzuhalten. Und das ist so cool, weil wir erstmal ein Setting haben, das natürlich Sci-Fi schlechthin ist. Also wir sind hier im Weltraum. Wir haben hier außerirdische und sonstige Kreaturen, was wirklich richtig spannend war und richtig toll erzählt wurde. Und das Besondere an dem Buch ist, wir haben ja, wie gesagt, dieses Team voller Idioten. Und wir lesen aus jeder Sichtweise. Also wir haben permanent wechselnde Charaktere, Sichtweisen und erfahren diese gesamte Geschichte eben aus den unterschiedlichen Sichtweisen. Und das macht so viel Spaß, weil jeder Charakter einen anderen Ton hat. Und das war so faszinierend gemacht. Nicht nur das Setting, nicht nur die Idee, die unheimlich komplex ist. Und ich finde schon auch, dass das Buch auf jeden Fall mit sehr viel Konzentration gelesen werden muss, also die gesamte Reihe, weil da schon sehr viele Begriffe sind und sehr viele Erklärungen, wissenschaftliches, technisches und so weiter und so fort. Und halt allgemein, wie diese Welt aufgebaut ist, das war schon wirklich fordernd, aber so cool gemacht und irgendwie auch so sarkastisch vom Schreibstil her und durch die verschiedenen Figuren einfach eine super Dynamik, dass man da so gut durchgekommen ist. Und mir sind diese Leute, diese Gruppe, ist mir so ans Herz gewachsen. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich Teil von diesem Squad, als wäre ich Teil von dieser Gruppe von jungen Menschen, die eben diese Welt retten müssen. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit denen durch das Weltraum zu rasen und einer Gefahr nach der nächsten irgendwie zu entrinnen. Und es war so abenteuermäßig, es war so bombastisch, es war das war einfach phänomenal. Und ich muss sagen, ich glaube, der erste Band war der beste so für mich, weil ich da eingeführt worden bin in dieses ganze Konstrukt. Aber von der Action her war der zweite und der dritte dann tatsächlich doch noch ein bisschen stärker. Und am Ende war ich wirklich, mir sind die so ans Herz gewachsen, dass ich wirklich am Ende vom Band 3 da saß und wirklich ein paar Tränen verdrückt habe, weil mich die Reihe so begeistern konnte, weil sie mich so mitgerissen hat, weil es einfach so, es hat mich so gut unterhalten, es hat mich mitgerissen, es war wirklich mein erstes Sci-Fi-Buch, meine erste Sci-Fi-Reihe und die hat voll ins Schwarze getroffen. Es ist jugendlich, es ist sarkastisch, es ist actionreich, es ist komplex. Es ist wirklich, es ist alles da drin. Es ist Liebe drin, Freundschaft drin, Abenteuer, Action, Kämpfe. Es ist wirklich alles drin. Und ich fand diese Kombination aus diesen ganzen verschiedenen Facetten auch so genial gemacht. Und der Schreibstil ist auch so gut. Wie gesagt, allein schon es zu schaffen, dass 6, 7 Charaktere einen unterschiedlichen Ton haben in ihrer Erzählung, wenn sie an der Reihe sind. Das war so cool. Das war einfach phänomenal. Eine Riesenempfehlung von mir. Wirklich. Ich liebe diese Reihe. Weiter geht's mit 2 Büchern von derselben Autorin. Und zwar ist die Rede von Ellie Hazelwood. Und zwar von, ich muss ablesen, Das irrationale Vorkommnis der Liebe und die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Also allererst, ich habe durch diese Bücher A einen Verlag entdeckt, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und zweitens, ich habe eine Autorin gefunden, die ich unheimlich gerne mag. Ich möchte die beiden Bücher, obwohl sie für mich keine 5-Sterne-Bücher sind, trotzdem hier mit reinnehmen. Einfach, weil das Konzept dieser Bücher mich absolut begeistert hat. Es geht um Frauen in der Wissenschaft. Und das allein finde ich unheimlich cool, denn die Autorin ist da selbst sehr bewandert in diesem Bereich. Und das merkt man auch, wenn man die Bücher liest.
Das ist eine ganz andere Thematik, die hatte ich so in Büchern noch gar nicht. Einfach diese wissenschaftlichen Aspekte mit Neurobiologie und so weiter und so fort, das war einfach ein Erlebnis und das fand ich auch so cool. Wir haben hier einfach ein komplett anderes Setting. Viele Liebesromane spielen an der Uni oder in kleinen Städtchen oder. Und hier haben wir wirklich ein komplett anderes Setting einfach, weil es in so Unis stattfindet, aber nicht als Studierende, sondern als Wissenschaftlerin. Und das fand ich super spannend und interessant. Ellie Hazelwood hat einen sehr amüsanten Schreibstil, eine Art Charaktere zu bilden, die unheimlich sympathisch sind und es macht einfach unheimlich viel Spaß, das zu lesen. Nicht nur wegen dem Schreibstil, weil der einfach so ironisch, sarkastisch ist, weil die Figuren so sind, sondern eben auch durch eben dieses wissenschaftliche Know-how. Und das hat mir super gut gefallen. Und im ersten Teil, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, also das sind keine Bände, die aufeinander aufbauen, sondern es geht immer um andere Protagonisten. Im ersten Band hatten wir eigentlich ja das Thema Fake Dating. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war einfach unheimlich cool gemacht. Man kennt eigentlich dieses Konstrukt Fake Dating. Das ist nichts Neues. Aber Ellie Hazelwood hat mir das ganz anders verkauft. Die hat das gut gemacht. Die hat das spannend gemacht. Die hat das auf ein ganz anderes Level gebracht, dieses Trope. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich richtig mitgefiebert habe, dass ich diese Protagonisten so in mein Herz geschlossen habe. Besonders an Adam habe ich schon so ein bisschen mein Herz verloren. Und also das war wirklich richtig, richtig cool. Und auch der zweite Band, also das irrationale Vorkommnis, ja, das irrationale Vorkommnis von Liebe, genau, das war auch cool gemacht. Hier geht es aber mehr so um, dass sie einfach nicht miteinander sprechen. Ich weiß nicht, wie man dieses Trope auf Englisch nennt. Aber auch hier hat sie es geschafft, das so auf eine lockere Art zu erzählen, ohne dass ich total genervt war davon, dass die Protagonisten nicht miteinander sprechen. Und ich muss sagen, Ellie Hazelwood hat hier einfach ein Händchen für die Dynamik zwischen Protagonisten und aus alten Dingen neue Dinge zu machen. Also sie benimmt altbekannte Schemata aus Liebesromanen, wie ich finde, und macht sie modern. Zum einen natürlich durch diese Wissenschaft, die wir haben, aber zum anderen auch durch eben die Charaktere und durch ihren Schreibstil. Und deswegen sind diese Bücher für mich auf jeden Fall ein Highlight, weil sie mich einfach von den ganzen Liebesromanen, die ich gelesen habe, mit am meisten begeistern konnten. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ein Buch bzw. eine Reihe definitiv nicht fehlen darf. Und zwar Outlander. Wie könnte es eigentlich auch anders sein? Ich habe die gesamte Reihe 2022 beenden können und habe dann auch direkt wieder von vorne mit der Reihe begonnen. Ich bin aktuell Stand Januar 2023 schon wieder bei Band 8. Also ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass ich jemals genug von dieser Reihe bekomme. Ich möchte gar nicht so viel auf den Inhalt eingehen, denn das kann ich tatsächlich auch gar nicht, weil ich würde halt einfach massiv spoilern, wenn ich euch irgendwas davon erzähle. Aber im ersten Band geht es rein theoretisch darum, dass Claire verheiratet ist mit Frank. Und zwar 1945, 46, ja? Und sie machen nachträglich nach dem Kriegsende eine Hochzeitsreise nach Schottland. Und Claire geht zu einem Steinkreis und fällt durch diesen Steinkreis in eine andere Zeit. Nämlich 200 Jahre in die Vergangenheit. Wo gerade der Krieg zwischen den Briten und den Schotten stattfindet. Und ja, dort lernen sie dann Highlander kennen und unter anderem eben auch Jamie. Und natürlich entwickelt sich da dann mehr und ja, das ist im Endeffekt so die Grundstory, in denen wir, ja, das wir haben im Band 1. Aber da kommt so viel mehr, da ist so viel mehr.
Ich kann nur leider, wie gesagt, nicht darauf eingehen. Wir haben mit der Zeit ganz verschiedene Länder gesehen. Wir haben mit der Zeit ganz viele gesellschaftskritische Themen behandelt. Wir sind in der Vergangenheit einfach immer Stück für Stück weitergekommen, haben ernste Themen gesehen und wir haben immer mehr Leute dazu bekommen, immer mehr Sichtweisen dazu bekommen. Und es ist aus Claire und Jamie eine riesen Familie geworden. Also es sind so viele Charaktere, die einfach mit der Zeit eine tragende Rolle spielen. Und es ist einfach, für mich ist das historisch. Es ist aber auch ein bisschen Fantasy. Es ist aber hauptsächlich eine Familiengeschichte. Vielleicht könnte man auch sagen, es ist ein Drama. Es ist einfach so komplex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die liebsten Bände sind für mich Band 8 und Band 9. Und es ist einfach für mich eine Reihe, die ich von... Also die liebe ich aus tiefstem Herzen. Und zwar, weil die Autorin es schafft, diese Figuren für mich wirklich zum Leben zu erwecken. Für mich sind diese Figuren echt real. Und das hört sich total dumm an, weil ich ja weiß, dass sie nicht real sind. Aber für mich, wenn ich diese Bücher lese, ich habe das Gefühl, sie sind echt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich bin einfach ein riesengroßer Fan davon. Ich weiß, dass ganz viele von diesen dicken Büchern abgeschreckt sind oder aber finden, dass nicht wirklich viel passiert in den einzelnen Büchern, dass da viel Blabla ist. Und ja, dem kann ich auch zustimmen. Die Autorin schmückt Sachen schon sehr viel aus und beschreibt sehr viel. Und es ist keine rasante Story, das ist es nicht. Und das muss es meiner Meinung nach auch nicht sein, weil das ist es einfach nicht. Das soll es nicht sein. Und ja, also ich bin ein riesengroßer Fan davon und vermutlich ist das auch die Reihe, die ich am allerliebsten habe. Von allen Büchern, allen Reihen, die ich so gelesen habe, ist das vermutlich die Reihe, die mir am allermeisten bedeutet. Dann möchte ich auf eine Reihe zu sprechen kommen, die mich sehr unerwartet getroffen hat. Denn ich habe eigentlich nicht erwartet, dass mir diese Bücher überhaupt gefallen. Also ich habe gedacht, okay, die werden vielleicht ganz nett, aber dass die tatsächlich so gut wegkommen bei mir, hätte ich nicht gedacht. Und zwar ist die Rede von American Crown. Und das, es gibt Band 1 und Band 2, es ist aber noch nicht abgeschlossen. Also die Reihe, die geht noch weiter, aber ich konnte bis jetzt eben nur Band 1 und 2 lesen, weil das die einzigen Bücher sind, die bisher übersetzt sind. Und es geht um das amerikanische Königshaus und darum, dass Beatrice die zukünftige Königin sein wird und die erste weibliche Königin sein wird. Und auf dem Titel der Cover, also auf den Büchern, steht Beatrice und Theodore. Und man erwartet dann eine klassische Liebesgeschichte zwischen der zukünftigen Königin von Amerika und eben Theodore. Das war es aber nicht. Wir lesen aus der Sichtweise von vier jungen Frauen und jeder ist irgendwie anders. Jeder hat andere Intentionen, jeder hat andere Probleme und dann gibt es natürlich auch noch viele andere männliche Gegenspieler und es ist keine klassische Liebesgeschichte. Es ist was komplett anderes und genau deshalb ist es in diesem Video. Ich habe erwartet, dass es irgendwie so eine royale Liebesgeschichte wird, die sehr jugendlich ist. Und es ist sehr jugendlich, es ist auch vielleicht stellenweise so ein bisschen naiv von den Figuren her, aber es hat durch die verschiedenen Sichtweisen, durch eben diese vier jungen Frauen, eine ganz andere Dynamik und die Geschichte zieht sich eben nicht nur in diesen einen Band, sondern die Geschichte geht einfach im Band 2 weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist einfach richtig cool gemacht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die Figuren waren auch einfach allesamt facettenreich, weil sie sich so unterschieden haben. Und wie gesagt, es war einfach nicht diese klassische royale Liebesgeschichte, die ich erwartet habe. Und vielleicht hat es mich genau deshalb so überrascht. Und
es ist einfach mal was komplett anderes. Sowas in der Art habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen und es hat mich unheimlich gut unterhalten. Man muss das vielleicht schon mit einem Augen zu lesen, weil es eben um sehr junge Protagonisten geht und da schon sehr viel Drama drin ist. Aber nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, mich konnte es total gut unterhalten. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe da irgendwie mitgefiebert, ich habe da mitgelitten, ich habe die Augen verdreht. Ich war einfach emotional involviert. Und ja, es ist meine erste royale Geschichte, die ich wirklich, wirklich mag. Und deswegen, ich kann euch die Bücher wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock habt auf was Royales, was Jugendliches, aber auf eine Liebesgeschichte, die eben nicht so klassisch abläuft, wie man es vielleicht in einem New Adult, Young Adult Roman erwartet. Für diejenigen, die mich kennen, ihr wisst, welches Buch fehlt, oder? Legendborn von Tracy Dion. Und Halleluja, war das ein Buch. Ich kann euch meine Euphorie wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so rüberbringen. Deswegen würde ich euch tatsächlich raten, wenn ihr mehr über dieses Buch erfahren wollt, schaut meinen Lesemonat an, wo ich über dieses Buch spreche. Ich versuche dran zu denken, dass ich diese einzelne Rezension euch unten mal in der Infobox verlinke. Einfach, weil ich glaube, dass meine Emotionen in diesem Lesemonat, in dieser Rezension, es viel besser rüberbringen werden, wie ich es jetzt rüberbringe. Legendborn kam für mich sehr unerwartet, denn ich habe das Buch angefangen zu lesen und das Buch ist relativ dick. Und die ersten 300, 350 Seiten, ich habe mich da tatsächlich, ich will nicht sagen, ich habe mich gequält, aber ich habe mich sehr schwer getan. Denn es geht um ein Magiesystem, das sehr komplex ist, wie ich finde, und unheimlich viele Fragezeichen bei mir ausgelöst haben. Es geht um ein junges Mädchen, das auf eine Uni geht. Und gleich am ersten Tag auf dieser Uni sieht sie einen Dämonenangriff, aber komischerweise kann nur sie den sehen und alle anderen nicht. Und dann gibt es noch einen Geheimbund, der das irgendwie mitbekommen hat und sich dann irgendwie in ihr Leben einmischt. Und dann hat es irgendwie auch noch was mit ihrer Mutter zu tun und einem Erbe, was sie hat. Und also man kennt es. Dämonen. Das ist irgendwie in Fantasy-Büchern Dämonen. Man kennt es. Und der geheime Bund und die Artus-Saga kennt man auch. Aber das ist hier auf ein ganz anderes Level. Das war anders. Denn diese Magie und diese Art von Dämonen und wie diese Dämonen in diese Welt kommen und was eben diese Arthur-Saga da dann zu tun hat damit, das war ganz neu für mich. Denn man kennt das, wie gesagt. Auch ich habe schon Bücher gelesen mit Dämonen und der Arthur-Saga. Also das kannte ich. Aber das war hier ganz, ganz anders. Und dadurch, dass es ganz, ganz anders war, war es unheimlich komplex und hat einfach bei mir totale Verwirrung hervorgerufen, weil ich einfach ständig nicht verstanden habe, hä, was passiert hier? Warum? Wie hängt das alles zusammen? Und ich war ständig so mit so einem riesen Fragezeichen in meinem Gehirn da gesessen, sodass ich das Buch dann nach 350 Seiten erstmal zur Seite gelegt habe. Und dann habe ich es wieder zur Hand genommen und auf einmal hat es einfach geflutscht. Es war so, ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen, denn langsam hat sich das alles aufgelöst, es hat sich alles zusammengefügt, es wurde auf einmal unheimlich spannend. Wir haben eine Liebesgeschichte, wir haben einen Sidekick, wir haben einen Badass-Typen noch mit drin, wir haben eine Freundschaft, wir haben Familie, wir haben, wie gesagt, dieses Erbe, was sie hat, wir haben diese Arthur-Sage, wir haben diese Dämonen, wir haben so viel. Es ist so viel, es ist so massiv viel einfach. Aber dann, es geht Schlag auf Schlag und es wird so rasant und es wird so dynamisch und es wird so mindblowing und am Ende sitzt du einfach nur da und dein Gehirn explodiert, weil du es nicht fassen kannst, was da steht. Und es hat mich so umgehauen, es hat mich so mitgerissen, es war einfach eine Explosion, es war bombastisch, es war phänomenal, es war neu, es war modern, es war Fantasy von der ersten Klasse, es war so gut. Ich kann es euch wirklich nicht anders sagen, es war so gut. Und
Ich freue mich so sehr auf den zweiten Band. Der erscheint erst Mitte des Jahres. Ich kann es kaum erwarten und ich werde vermutlich auch den ersten Band davor nochmal lesen. Einfach, weil ich ja A, jetzt schon weiß, was passiert. Das bedeutet, für mich sind jetzt diese Fragezeichen vielleicht auch weg. Und ich habe diesem Buch tatsächlich auch keine 5 Sterne gegeben, weil eben ich die Hälfte des Buches einfach die ganze Zeit verwirrt war und mir das alles zu komplex war. Aber das passt so gut, wenn man das Ende gelesen hat. Es hat sich einfach gefügt, es hat einfach zusammengepasst, es war dann logisch. Diese Verwirrung musste sein. Das weiß man natürlich dann am Anfang nicht, ne? Aber wenn ich euch ein Fantasy-Buch ans Herz legen kann, was eben modern ist, neumodisch ist, was ein Magiesystem hat, was mal ganz anders funktioniert, mit Charakteren, die auch tatsächlich sehr divers sind, mit Action, Brutalität und allem, also das Buch hat wirklich alles, dann ist es wirklich dieses Buch. Weil das Fantasy wirklich der ersten Sahne ist. Das ist so Sahne mit einer Kirsche oben drauf, weil das war für mich einfach perfekt. Wirklich perfekt, auch wenn ich dem Buch keine 5 Sterne gegeben habe, weil ich mich einfach schwer getan habe. Aber sobald du diesen Punkt überwunden hast, flutscht es einfach. Eine ganz, ganz große Empfehlung. Jetzt kommen wir wieder zu einem Buch, wo vermutlich der Plot und die Handlung und so schon seine Schwächen aufweisen würden, ähnlich wie bei Drowning in Stars. Aber emotional hat mich dieses Buch eben auch erreichen können, mitreißen können und ich war einfach ergriffen. Und wie gesagt, manchmal ist das einfach auch schon genug. Manchmal muss die Geschichte nicht perfekt sein, aber die Gefühle, die es in einem auslöst, sind vielleicht perfekt. Und so ging es mir mit Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover. Ich weiß gar nicht, was ich da genau erwartet habe, denn es geht um ein Mädchen, das aus ärmlichen Verhältnissen kommt und dann plötzlich stirbt die Mutter und sie muss zu ihrem Vater, mit dem sie eigentlich keinen Kontakt hat, und er lebt irgendwie total reich auf so einer Insel, was auch immer, mit seiner neuen Familie und alles ist so etepetete und sie passt da gar nicht rein und dann lernt sie diesen Sunny Boy Samson kennen und dann entwickelt sich da was. Und vielleicht, wie gesagt, ist es nicht die komplexeste Handlung, der krasseste Plot, das überraschendste Buch mit den super krassen Wendungen oder. Das ist es tatsächlich nicht. Und man würde da wahrscheinlich um einiges mehr Kritik finden, wie ich habe. Aber scheiß auf die Kritik. Mal ganz ehrlich, es hat mich emotional einfach mitgerissen. Ich habe mich ab der ersten Seite total verbunden gefühlt zu Bea, glaube ich, hieß sie. Ich habe mich zu ihr einfach hingezogen gefühlt. Ich habe sie verstanden. Ich habe mit ihr gelitten. Ich fand es einfach ergreifend. Ich fand die Liebesgeschichte toll. Ich fand es einfach toll. Und ich kann noch nicht mal in Worte fassen, wieso. Und manchmal ist das einfach so. Ich weiß, dass ganz viele das nicht verstehen können, weil eine Buchkritik muss ja irgendwie mit Pro, Contra und so weiter argumentiert werden. Ja, kann schon sein. Aber manchmal sind es halt einfach Gefühle, die Bücher in einem auslösen, die das Buch so besonders machen. Und genau das ist es hier tatsächlich gewesen. Ich fand es toll, ich fand es einfach herzzerreißend, mich hat es bewegt, mich hat es einfach gecatcht und ich war darauf tatsächlich auch nicht vorbereitet. Und wenn ich rein logisch an das Buch rangehe, würde ich Kritik finden und würde die euch auch sagen. Aber ich kann an dieses Buch rein logisch nicht rangehen, weil ich da viel zu viel Emotionen drin habe. Und deswegen ist das für mich auch ein sehr emotionales Buch gewesen, was mich sehr bewegt hat, was mich mitgerissen hat und deswegen ist es in diesem Video. Weiter geht's mit Fantasy und zwar Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl. Das ist eine dreiteilige High-Fantasy-Buchreihe, die in einem Land spielt, in einem Königreich spielt und wir haben auch verschiedene Sichtweisen und wie gesagt, es ist wirklich High-Fantasy, es gibt Fays und dieses und jenes und bla bla bla. Ich will gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, besonders weil ich den gar nicht zusammenkriege, ohne zu spoilern, weil ich gar nicht weiß jetzt gerade aus dem Kopf, was auf dem Klappentext vom Band 1 steht. Aber
ich mag Laura Kneidl ja wirklich gern. Also das ist eine Autorin, die ich schon kenne, die ich mag. Und besonders die Berühre mich nicht und verliere mich nicht Bücher mag ich super, super gern. Und das waren jetzt meine ersten Fantasy-Bücher von der Autorin. Und ich muss wirklich sagen, ich bin fast der Überzeugung, dass Laura Kneidl Fantasy fast besser schreiben kann wie New Adult. Und das liegt daran, dass erstens das Worldbuilding echt richtig, richtig cool war und durchdacht war, dass der Schreibstil viel Spaß gemacht hat, obwohl er aus der Erzählerperspektive ist, man aber trotzdem die Charaktere gut greifen konnte und auch nachvollziehen konnte, was ja bei der Erzählerperspektive zumindest für mich oftmals ein Problem ist. Und das hatte ich hier, wie gesagt, überhaupt nicht. Es war super spannend, ich fand es richtig toll und ich glaube, nicht nur ich glaube, ich weiß, dass der zweite Band tatsächlich mein liebster Band ist. Danach kommt der erste und der dritte, der ist leider etwas schwächer. Das heißt, ich kann euch die Reihe nur so halb empfehlen. Also der dritte hat mich tatsächlich fast so ein bisschen enttäuscht, weil diese Reihe war eigentlich darauf ausgelegt, eine vierteilige Reihe zu werden. Und das merkt man in Band 3 doch sehr deutlich, weil die Entwicklungen sehr viel schneller vonstatten gingen und nicht so gut nachvollziehbar waren wie im Band 1 oder im Band 2. Trotzdem muss ich sagen, dass die Welt super cool war. Ich besonders Freya super gerne mochte. Es Diversität gab, es eben Spannung gab, Action gab, Liebe gab, Freundschaft gab und also es hatte wirklich alles. Und vielleicht hat es mich auch so überrascht, weil ich das von Laura Kneidl tatsächlich nicht erwartet habe, dass sie so gut High Fantasy schreiben kann. Und es war wirklich einer der besten High Fantasy Romane, die ich 2022 gelesen habe. Und deswegen ist diese Reihe auf jeden Fall berechtigt hier in diesem Video. Die nächste Reihe, die ich euch empfehlen möchte, ist Catching Up with the Carters von Pham Sharper. Das ist auch eine Autorin, die ich tatsächlich neu für mich entdeckt habe und ich wirklich überzeugt bin vom Schreibstil. Ich möchte hier auch wieder nicht auf den Inhalt der einzelnen Bücher eingehen, sondern die Reihe als Gesamtes empfehlen. Es sind insgesamt 3 Teile. Es geht um die Familie Carter, die eine Reality-Show macht. Und es geht in jedem Buch um ja, eines der Kinder und wie sie im Endeffekt mit dem Leben in der Öffentlichkeit umgehen, was das alles für Folgen hat, diese Reality-Show und natürlich, wie sie ihr Glück finden. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich so erwartet hatte, als ich den ersten Band gelesen habe. Ich fand den Klappentext sehr spannend. Ich musste sofort an die Kardashians denken. Und ich muss echt sagen, die Bücher waren locker, die waren leicht, die waren nicht schwer von der Thematik her. Auch wenn man immer so ernste Aspekte mit drin hatte, sie waren nicht erdrückend. Es war humorvoll, es war spritzig, es war wirklich etwas total Tolles, so was Unterhaltungswert hatte. Und Pham Sharper hat es auch geschafft, mit ihrem Schreibstil mich zu überzeugen, weil der auf der einen Seite natürlich super beschreibend war, was ich echt richtig gut gelungen fand, und trotzdem war er kurzweilig und jugendlich. Und das fand ich richtig, richtig toll. Und ja, ich glaube, der liebste Band war tatsächlich der zweite. Aber ich finde allesamt wirklich richtig gut und das ist eine New Adult Buchreihe, die mich sehr unerwartet überrascht hat, weil ich eigentlich A, nichts von der Autorin kannte und mir dachte, naja gut, mal abwarten, und ich eigentlich auch nicht erwartet habe, dass diese Reality-Show oder dieses Konstrukt, was sie da erschaffen hat, die Autorin, dass das mich überhaupt so begeistern kann. Aber es konnte mich begeistern, es hat mich richtig mitgerissen, weil das einfach mal was komplett anderes war. Und vielleicht ist es auch deshalb in diesem Video, weil ich sowas auch noch nicht gelesen habe, so mit Reality-Shows und wie das alles so vonstatten geht und wie man sich so fühlt, wenn man da auf einmal so ausgeschlachtet wird und die Familie so ausgeschlachtet im Fernseher wird und so. Also ich fand es richtig gut gemacht,
Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es super leichte Kost für zwischendurch, was überhaupt nicht abwertend sein soll, sondern einfach zeigen soll, dass diese Bücher eine Leichtigkeit hatten, die mich einfach mitgerissen hat. Und ich kann die Reihe wirklich nur empfehlen und ich werde definitiv mehr von der Autorin lesen, weil mir die echt gut gefällt. Wir sind jetzt beim dritten Buch angekommen, welches ich nur wegen der Emotionen nenne und nicht, weil ich die Handlung oder den Plot so rund fand. Und zwar Some Mistakes Were Made. Dieses Buch ist komisch. Und ich weiß, ich kann euch das vielleicht gar nicht so rüberbringen, denn es geht eigentlich um eine Second Chance Love Story, also sprich, die haben sich relativ früh kennengelernt, die zwei Protagonisten, dann ist etwas passiert, sie sind getrennte Wege gegangen, dann treffen sie wieder aufeinander und die Gefühle keimen wieder auf. Also nichts, was man nicht kennt. Die Protagonisten sind auch verhältnismäßig jung, sodass ich nicht unbedingt sagen würde, es ist New Adult, sondern es ist vom Alter eher Young Adult, also ein Jugendbuch. Hat aber trotzdem irgendwie so Einschläge, die erwachsener sind. Also ganz, ganz seltsam. Und auch von den Charakteren, sie waren sehr anstrengend, sie waren sehr naiv und die Handlung war schon auch sehr schleppend, sehr zäh. Es wurde nicht alles ausgearbeitet. Das Ende war sehr überstürzt und meiner Meinung nach nicht rund. Es fehlte einfach grundsätzlich etwas. Aber jetzt fragt ihr euch, wenn sie doch so viel Kritik hat, warum ist dieses Buch in diesem Video? Ja, wegen den Gefühlen. Fakt ist, dass wir hier eine Protagonistin haben, die unheimlich wütend ist. Sie ist verletzt und ist wütend auf sich und die ganze Welt. Ja? Und das kam bei mir so gut an. Ich hab's so gut verstanden. Und vielleicht, weil ich selbst als Teenager auch so ein wütender Mensch war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber für mich kamen die Gefühle so gut rüber und die Autorin hat es auch geschafft, mit einzelnen Textpassagen mich echt zu packen, weil ich bin kein Zitate-Mensch. Ich schreibe mir nichts raus, ich markiere mir nichts in Büchern, das bin ich nicht. Aber da war so viel drin, was so echt war, was mich so berührt hat, was ich 5 oder 6 Mal gelesen habe und diese Worte einfach zu mir durchgedrungen sind, das war für mich einfach besonders, weil ich hatte so ein Buch tatsächlich noch nie, dass ich wirklich ein Buch gelesen habe, wo Zitate drin waren, die mich bewegt haben, die mich berührt haben, die ich nachvollziehen konnte, über die ich nachgedacht habe, nachdem ich das Buch noch zugeschlagen habe. Und dieses Buch wird auch nie aus meinem Regal ausziehen, genau aus diesem Grund. Nicht, weil die Charaktere so toll waren, nicht, weil die Handlung, der Plot oder das Ende toll war. Nein, ich habe einfach mit der Protagonistin mitfiebern können. Ich habe ihre Wut verstanden, ihre Verletztheit, ihre Enttäuschung, ihren Hass auf alles und jeden. Und dann auch noch eben dieses Poetische, diese Zitate. Es war für mich einfach deshalb so ergreifend, weil ich es nachvollziehen kann. Und ich verstehe, dass ganz viele Menschen dieses Buch nicht mögen, weil, wie gesagt, rein theoretisch ist das Buch halt eigentlich nicht so gut. Aber vom Gefühl her, wieder mal, muss ich sagen, es war für mich einfach wirklich besonders. Und deswegen ist das Buch hier drin. Und ich finde auch zu Recht. Ich weiß, dass nicht alle diese Protagonistin verstehen können. Also ich habe das Buch zum Beispiel in einem Buddy-Read gelesen mit Esther und Esther fand die ganz, ganz schlimm. Esther konnte die Figur gar nicht greifen. Esther hat diese Figur nicht nachvollziehen können und fand die total anstrengend und so deprimierend und so pessimistisch und so anstrengend deshalb. Und ich war so genau das Gegenteil und ich konnte sie genau aus dieser Art, also genau deshalb so gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht, was ich gesagt habe, aber so ist es. Dann kommen wir zu Zwillingskrone. Das ist auch ein Buch, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass dieses Buch mich begeistert.
Also erstens, das Buch ist aus der Erzählerperspektive geschrieben und ich war erstmal so, ja, da habe ich gedacht, Mist, ja. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Es geht um eine Prinzessin und um eine Hexe. Die sind eigentlich Zwillinge, aber die wissen voneinander nichts. Bis dann Ren, glaube ich, hieß sie, den Platz von ihrer Schwester einnimmt als Prinzessin. Und die Prinzessin, die echte Prinzessin, dann verschleppt wird zu den Hexen. Und das deshalb, weil eben die Hexen aus dem Land irgendwie verbannt worden sind und es da so Dispute gibt zwischen Hexen und Menschen und wie auch immer. Also eigentlich nicht irgendwie großartig was Besonderes, ja, sollte man meinen. Und auch das Magiesystem ist eigentlich bei Weitem nicht so komplex, wie ich gedacht habe. Wir haben natürlich hier eine fantastische Welt. Also es ist kein Urban Fantasy, es ist wirklich eine ausgedachte Welt. Es ist ein Königreich, es gibt hier, wie gesagt, eine Prinzessin und Hexen und Kräfte und Monster auch und so weiter und so fort. Also wie gesagt, alles ist irgendwie da, aber diese Magie ist super einfach gestrickt. So dass ich verleitet bin zu sagen, dass dieses Buch für Fantasy-Buchanfänger ist. Also Leute, die noch nie Fantasy gelesen haben, sind hier, glaube ich, meiner Meinung nach richtig, weil es einfach relativ simpel ist, so vom System her. Aber irgendwie konnte mich das Buch es konnte mich unheimlich gut unterhalten, weil diese zwei Schwestern so unterschiedlich waren und ich das total spannend fand, wie sich die Hexe in diese Prinzessinnenrolle einfinden musste und diese Prinzessin sich mit dieser Hexenrolle identifizieren musste. Und das war so eine coole Dynamik. Man hat natürlich auch eine Liebesgeschichte und es geht halt einfach auch irgendwie so um Familie und natürlich auch um ja, Kriege und Macht und Intrigen und so weiter und so fort. Aber es war irgendwie für mich eine super tolle Unterhaltung, weil ich überhaupt nicht darauf gefasst war, dass es mich tatsächlich so erwischt. Also nach den ersten 50 Seiten dachte ich mir, okay, aber das wurde dann so spannend und ich fand es so lustig gemacht auch. Also es war so ironisch stellenweise und es war einfach irgendwie so schön mitzuerleben, wie sich diese Charaktere auch so weiterentwickelt haben. Und so eine Entwicklung von Figuren hat man ja grundsätzlich eigentlich in jedem Buch. Aber hier fand ich die wirklich sehr gut ausgearbeitet. Und deswegen muss ich dieses Buch hier einfach erwähnen, weil das mich wirklich überzeugen konnte. Und das, obwohl ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das irgendwie so gut sein könnte. Also oftmals ist so der erste Eindruck von dem Buch eben falsch. Also auch ich neige dazu, ein Buch oftmals ja, gleich irgendwie abzustempeln mit, ja, das wird ja sowieso nichts Gutes, das kann ja nichts werden. Und am Ende ist man dann vielleicht, so wie ich, bei diesem Buch total überrascht. Das Gleiche, was mir bei Zwillingskrone passiert ist, ist mir auch bei Aurora, das Flüstern der Schatten, passiert. Auch eine Autorin, die ich nicht kannte, auch ein Fantasy-Buch, wo ich eigentlich nicht so die größten Erwartungen dran hatte, ich es aber vom Klappentext her spannend fand. Und auch hier will ich jetzt gar nicht so groß auf den Inhalt eingehen. Es geht letztendlich um ein Mädchen, Aurora, die den Käferfürsten töten will, weil der eben das Böse ist und so weiter. Und dann gibt es eben die Leute, die das Licht anbeten und Leute, die die Dunkelheit anbeten und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das Buch war rasant, total rasant. Man hatte überhaupt keine Zeit zum Luft holen. Es ist unheimlich viel passiert. Wir haben ja auch unterschiedliche Charaktere, aus denen ihrer Sichtweise man liest. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag. Bam, 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 bam. Man hat überhaupt keine Zeit, Luft zu holen. Es ist total actiongeladen, es ist spannungsgeladen. Es passiert ständig irgendwas. Und das ist teilweise echt viel, was man da irgendwie verarbeiten muss. Aber auf der anderen Seite hat es einfach unheimlich viel Spaß gemacht, weil man so gehetzt wurde eigentlich,
weil es so spannend war, weil immer was passiert ist. Man musste immer irgendwie weiterlesen, man musste immer irgendwie gucken, was passiert als nächstes. Und wie hängt das jetzt alles zusammen? Wir haben hier unheimlich viel Diversität und ein Magiesystem, was mich auch wirklich überrascht hat, was mich wirklich überzeugen konnte, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, dass das relativ simpel ist. Ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man erwartet, wenn man den Prolog liest, dass man weiß, wie die Geschichte ausgeht. Weiß man aber nicht, weil das Buch ganz anders endet, eine ganz andere Wendung hat, unheimlich viele Verzwickungen und was auch immer. Damit rechnet man nicht. Also das Buch hat, also ich habe ja echt schon viel gelesen, besonders im Fantasy-Bereich, schon seit Jahren. Aber das hat es wirklich geschafft. Es war so... Nee, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich habe es nicht kommen sehen. Es hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Und wie gesagt, die Figuren waren cool. Der Schreibstil war cool. Die ganze Welt, wo das gespielt hat, war cool. Diese Wendungen waren überraschend und wirklich richtig genial gemacht. Also ich war wirklich hin und weg. Ähnlich wie bei Zwillingskrone. Ich habe es nicht erwartet und es hat mich wirklich umgehauen. Und das sind wirklich Fantasy-Bücher, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Wenn ihr mich gefragt hättet, welche Bücher denkst du bekommen irgendwie 5 Sterne oder welche Bücher wirst du am Ende des Jahres zeigen in deinem Favoritenvideo, hätte ich niemals gedacht, dass diese Bücher hier auftauchen werden. Aber so ist es. Dann kommen wir zu Lightlark. Das ist tatsächlich ähnlich wie die Vorgänger. Ich habe nicht wirklich viel von dem Buch erwartet. Also ich bin da relativ, ja, ohne Erwartungen rangegangen. Und muss wirklich sagen, auch das konnte mich positiv überraschen. Denn es geht hier um eine Welt, wo es verschiedene Königreiche gibt, beziehungsweise Herrscher gibt. Und alle haben besondere Fähigkeiten, magische Fähigkeiten. Und trotzdem sind alle mit einem Fluch belegt. Also immer, es gibt immer etwas Positives, aber jeder hat irgendwie mit seinem Fluch zu kämpfen. Jedes Volk im Endeffekt. Und dann gibt es jedes Jahr, glaube ich, oder alle paar Jahre, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, einen Wettkampf, wo dann alle Herrscher mit teilnehmen dürfen. Und das deshalb, weil wenn man da gewinnt, dann wird der Fluch für sein Volk aufgehoben. Genau, das ist so grob der Inhalt. Ja? So, und wir begleiten da eine Protagonistin und wie sie halt eben diese anderen Herrscher kennenlernt, wie sie diese Spiele bestreitet, diesen Wettkampf bestreitet und was da eigentlich alles mit dranhängt. Also ich muss schon sagen, es ist schon wirklich komplex gewesen, weil man natürlich unheimlich viele Völker hat, erstmal dann eine Fantasy-Welt hat, dann natürlich auch erstmal viel Wissen sich aneignen muss, wie das Ganze funktioniert, also sprich, was ist in der Vergangenheit passiert, wo sind wir jetzt, wo wollen wir hin, was ist der Sinn hinter diesen Spielen, wie funktionieren die Kräfte und so weiter und so fort. Und ich muss echt sagen, das Buch war schon stellenweise echt zäh, also es hatte seine Längen, aber gegen Ende hin, muss ich echt sagen, wurde es wirklich so rasant, dass ich das Buch wirklich nicht aus der Hand legen konnte und ich unheimlich viel Spaß dran hatte. Ich mochte unsere Protagonistin, ich mochte die Liebesgeschichten, die sich da entwickelt haben und ja, Mehrzahl. Und es war einfach irgendwie cool. Also ich kann zwar verstehen, also ganz viele finden das Buch ja auch echt schrecklich. Ich kann zwar irgendwo nachvollziehen, warum die das so finden, diese Menschen. Ich stimme nur leider nicht mit ihnen überein. Das ist manchmal so, ne? Man hat unterschiedliche Meinungen, würde ich behaupten. Und das ist ja auch gut so. Und ich für meinen Teil mochte das so gerne. Ich war auch nicht verwirrt. Ich hatte damit keine Probleme. Klar, man musste sich da irgendwie schon mit arrangieren und sich da schon erstmal einfinden. Aber in welcher Fantasy-Welt muss man das nicht?
Und ich konnte auch wirklich diese ganzen Leute schnell auseinanderhalten. Ich habe schnell verstanden, worum es im Endeffekt geht. Ich habe die Intention verstanden von unserer Protagonistin. Und ich fand die Wendungen, die das Buch dann auch hatte, echt richtig cool. Das Ende war schon sehr rasant. Da hätte ich mir auch so ein bisschen mehr Zeit gewünscht, dass man das so besser verarbeiten hätte können, was da alles auf einen eingeprasselt ist am Ende. Aber nichtsdestotrotz war das ein Fantasy-Buch, wo ich wirklich total gespannt bin auf die Fortsetzung, weil ich finde, diese Idee gibt auf jeden Fall noch echt viel her. Das hat unheimlich viel Potenzial, meiner Meinung nach. Und ich weiß, dass auch im amerikanischsprachigen Raum oder im englischsprachigen Raum dieses Buch wirklich nicht gut weggekommen ist. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum. Wirklich nicht. Ich mochte es total und ich bin gespannt auf den nächsten Band. Das St. Alex Tagmond von Anne Lück war eins der besten New Adult Bücher, die ich 2022 gelesen habe. Und das auch deshalb, weil ich eigentlich dachte, das wird nichts. Das ist der zweite Band dieser Dilogie und ich habe Band 1 gelesen und war zwar vom Schreibstil und den Dialogen total angetan, allerdings dieses Krankenhaus-Setting kam bei mir gar nicht an. Und hier im Band 2 war es komplett anders. Das Setting Krankenhaus war hier tatsächlich im Fokus gestanden, was ich richtig, richtig toll fand. Wir haben hier endlich auch Patienten, die irgendwie eine größere Rolle spielen und vielleicht war es stellenweise vorhersehbar. Nichtsdestotrotz konnte das Buch mich unheimlich überraschen und zwar mit der Liebesgeschichte. Man erwartet, wenn man den Klappentext liest, dass es einfach eine Liebesgeschichte zwischen ihr und ihm ist. Und ich kann jetzt natürlich nicht genauer darauf eingehen, weil dann würde ich euch spoilern. Aber diese Liebesgeschichte entwickelt sich komplett anders, weil wir eine komplett andere Ausgangssituation haben, die uns im Klappentext nicht verraten wird. Und dadurch ist diese Beziehung, die sich da entwickelt, auf einem sehr schmalen Grat. Man wägt die ganze Zeit ab, wie ist das jetzt verwerflich, geht das jetzt moralisch noch? Aber ich kann das schon nachempfinden und man fühlt diese Zerrissenheit unserer Protagonistin, zumindest habe ich es gefühlt. Und deswegen war das so komplett anders, also so in der Art habe ich auch eine Liebesgeschichte noch nie gelesen. Also ich habe noch nie eine Liebesgeschichte gelesen, die sich so entwickelt hat und die steht meiner Meinung nach auch nicht im Fokus dieses Buches. Aber das war trotzdem gut gemacht, weil die war schon zentral, diese Liebesgeschichte, aber es ging vielmehr darum, diese Zerrissenheit zu zeigen von unserer Protagonistin und wie sie mit ihren Gefühlen klarkommt. Nebenbei, wie gesagt, noch dieses tolle Krankenhaus-Setting, die grandiosen Nebenfiguren und die brillanten, wirklich brillanten Dialoge. Ich muss wirklich sagen, Anne Lück hat wirklich ein Händchen dafür. Figuren durch ihre Sprache und wie sie miteinander sprechen und reagieren und agieren, so lebendig zu machen. Es hat so viel Spaß gemacht. So, so viel Spaß gemacht. Und am Ende hat es mir fast noch mein Herz zerrissen. Und ich war nur so, oh mein Gott, bitte nicht. Und war wirklich, ich habe geheult. Es war für mich wirklich brillant. Und ich habe damit nicht gerechnet, weil der erste Band für mich nicht so stark war. Der war zwar vom Schreibstil und von den Dialogen genauso stark wie dieser hier, aber von den Figuren her, vom Setting her, hat der hier wirklich alles nochmal übertroffen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich lese alles, was sie schreibt. Und ich liebe es wirklich. Eins der besten Bücher, die ich wirklich dieses Jahr gelesen habe, also 2022. Wahnsinnig. Ich habe wirklich sehr viele Fantasy-Bücher gelesen, die ich empfehlen kann, aber wenig New Adult Romance. Aber das hier ist wirklich erste Klasse. Und somit sind wir dann tatsächlich auch beim letzten Buch angekommen für dieses Video. Und zwar Der Hexenzirkel ihrer Majestät, das begabte Kind von Juno Dawson. Das Buch ist, glaube ich, eins meiner liebsten
von 2022 und das hat einen ganz klaren Grund. Es ist ein Fantasy-Buch. Ich würde sagen, es ist fast schon Urban Fantasy, weil es eigentlich in unserer Welt spielt. Und ich habe letztens irgendwie diesen Begriff aufgeschnappt, Cozy Fantasy. Und das hat mich total daran erinnert, weil es ist irgendwie gemütliches Fantasy. Es geht um Frauen, Hexen, wie du und ich. Ja, sie sind erwachsen, die eine hat ein Kind, die andere hat eine Partnerschaft, die andere, da ist der Mann schon gestorben und dieses und jenes und bla bla. Das ist also eine erwachsene Fantasy-Story mit Hexen, mit Frauen, die im Leben stehen, aber die können halt noch Magie wirken. Also diese Magie ist gar nicht so im Fokus, obwohl sie immer mehr im Fokus rückt, weil natürlich es in dieser Welt, in dieser magischen Komponente eine Vergangenheit gibt und natürlich auch das begabte Kind auch eine Rolle spielt. Und ich kann euch das gar nicht so rüberbringen, denn ich möchte eigentlich zum Inhalt nichts sagen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ihr da relativ planlos reingeht, ihr total verzückt sein werdet. Denn es ist erwachsen, es ist magisch, es ist trotzdem jugendlich geschrieben. Jede Protagonistin ist irgendwie anders. Man liest auch unterschiedlich, aus den unterschiedlichen Sichtweisen. Es ist Magie auf jeden Fall vorhanden. Aber wie gesagt, die ist so zart irgendwie. Und wir haben unheimlich viel Diversität, also wir haben People of Color, wir haben hier verschiedene Sexualitäten oder Identitäten, was ich sehr spannend fand, wo ich wirklich sagen muss, ich habe ja oftmals so mit queeren Büchern meine Probleme, aber bei dem Buch hat für mich alles gestimmt, es hat mich, also oftmals sind so queere Charaktere in Büchern, immer so hingeklatscht. So muss ich jetzt da reinschreiben, weil braucht's halt. Und es wirkt oftmals nicht authentisch, diese Figuren dann, für mich. Ja? Aber hier total, ich habe das so abgekauft, ich habe das so gefühlt, ich fand's so spannend. Und wie gesagt, jede Protagonistin hat auch irgendwie so sein Päckchen zu tragen und die haben alle ihre Eigenarten, die sind alle irgendwie sehr nahbar und man konnte sie gut verstehen und nachvollziehen. Es ging um Freundschaft und auch noch um Liebesgeschichten so. Also ich bin ganz, 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 ganz doll happy damit, mit diesem Buch, weil es wirklich mal was anderes war. Und das habe ich so auch überhaupt nicht kommen sehen, dass es tatsächlich so genial wird. Aber das war so genial. Freunde, es war perfekt. Ich kann nichts ändern oder Negatives sagen an diesem Buch. Ich habe wirklich keinen Funken Kritik. Keinen. Und das Ende, das hat mir wirklich den Nerv geraubt, den letzten Nerv, weil ich jetzt nicht weiß, dass ich muss warten, bis der nächste Band rauskommt und ich kann nicht, weil es war so gut und das eröffnet jetzt nochmal so viele Möglichkeiten und ich bin so gespannt, wie die Autorin oder wie das fertig werden soll. Wohin soll das führen? Ich frage es mich wirklich. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich eins der besten Bücher, die ich allgemein in meinem Leben gelesen habe. Nicht nur 2022. Und mit diesem Buch möchte ich dieses Video jetzt auch abschließen, weil das tatsächlich nicht nur so ein Highlight ist, sondern für mich tatsächlich etwas, was ich nicht nur als Jahreshighlight bezeichnen würde, sondern als Lesehighlight allgemein. Genau, das war's jetzt tatsächlich mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Also es war jetzt schon sehr viel, was ich zu erzählen hatte. Es waren echt einige Bücher. Insgesamt, glaube ich, waren es jetzt 18 Stück. Beziehungsweise es waren ja auch ein paar Reihenempfehlungen tatsächlich dabei. Und ja, ich bin super gespannt. Kennt ihr Bücher, die ich jetzt genannt habe? Wie haben die euch gefallen? Sind das vielleicht bei euch Highlights oder sogar vielleicht Flops? Lasst es mich gerne wissen und natürlich, welche Highlights ihr hattet 2022, interessiert mich total.
Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Wenn ihr noch ein anderes Video von mir sehen möchtet, dann klickt einfach mal hier drauf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis bald.